Darf eine Frau alleine die Hajj machen? Das darf sie nicht, denn das ist eine Reise und eine Frau darf nicht ohne Mahram verreisen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, eine Frau verreist nicht ohne mit einem Mahram. Ja, und deswegen auch die Hajj, wenn eine Frau keinen Mahram hat oder der nicht mitkommen kann, dann entfällt hier die Pflicht der Hajj. Nein? Was bedeutet Verreisen? Über 80 Kilometer. Ja, alles, was über 80 Kilometer ist, das darf die Frau nicht alleine. Studieren und so auch? Auch nicht. Studieren, wenn eine Frau an einem anderen Ort studieren möchte. Ja? Und beispielsweise, sie fährt jetzt allein in eine andere Stadt und sozusagen die Eltern leben in Berlin und sie ist jetzt alleine für ihr Studium in München, das ist nicht erlaubt. Ja, das ist nicht erlaubt. Keineswegs. Weil diese Frau ist hier ständig was? Ohne Mahram. Sie ist ständig ohne Mahram. Und, wallahi, in den meisten Fällen, wo Frauen in irgendwelchen anderen Städten studieren, schaut euch an, was mit diesen Frauen passiert. Ja? Guckt, was für ein Leben die haben. Guckt mal, ob diese Frauen dann so artig sind. Ja? Wie sie vor ihrem Vater sind. Deswegen, es hat schon einen Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala das verbietet. Und gerade die Hajj ist eine Sache, yani, Allah subhanahu wa ta'ala die Frau schwach erschaffen. Ja? Schon bei kleinen Reisen kommt eine Frau meistens nicht klar. Ja, aber der Hajj geht sie verloren. Ja? Bei der Hajj gehen Männer verloren. Dann erst recht die Frau. Und sie soll zufrieden, yani. Ich verstehe manchmal nicht bei Frauen, es kommt häufig die Frage, ja, als Frau, darf ich nachts in die Moschee, darf ich das machen, darf ich das machen? Taib, dein Gebet zu Hause wird mehr belohnt als das Gebet in der Moschee. Yani, warum machen wir das alles? Um den Lohn von Allah subhanahu zu bekommen. Wir machen das nicht, yani, wir kommen jetzt nicht hierher, um irgendwelche Freunde zu treffen, sondern wir machen das, damit wir den Lohn von Allah subhanahu bekommen. Wenn man sich das so überlegt, die Frauen können zu Hause beten. Ja? Sie sind zu Hause in ihren eigenen vier Wänden, müssen sich nicht sozusagen fertig machen, um rauszugehen, müssen sich nicht diesen Weg machen zur Moschee. Sie sind in ihren eigenen vier Wänden, können dort ihr Gebet in Ruhe verrichten, haben ihren Kaffee bei sich, ja? Und kriegen noch mehr Lohn, als wenn sie sich was, diese Erschwernis machen. Und trotzdem machen sie sich diese Erschwernis. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, ein Zeichen, dass es dieser Person nicht um die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala geht. Ja? Weil wenn es mir wirklich um den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala geht, dann mache ich das, wo ich auch den meisten Lohn bekomme. Aber wenn ich Erschwernisse auf mich nehme, damit ich weniger Lohn bekomme, dann zeigt mir das eigentlich, dass das, was äußerlich hier die Absicht ist, nicht die Absicht ist. Dann geht es darum, dass man die Schwestern wieder treffen möchte, dass man Zeit verbringen möchte, mit irgendwelchen Leuten reden möchte, weißt du? Aber wenn man wirklich das für Allah, man will den Lohn, dann macht man auch das, was am meisten Lohn gibt. Ja? Und deswegen, yani, du gehst zu Hajj und sündigst noch. Dank Allah, dass die Hajj für dich dann nicht verpflichtend ist und fertig. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban.